Servus Leute, es ist 2024, super vieles hier in der Werkstatt passiert, weswegen ich mir mal überlegt habe, dass ich mal wieder eine Werkstatttour machen werde. Ich werde euch hier an dieser Stelle oben rechts ein Video verlinken, gleich kommt da noch eine Verlinkung, da seht ihr zwei Werkstatttouren, schaut euch die auch unbedingt an, am besten vor diesem Video, weil da habt ihr so ein bisschen den Vorher-Nachher-Effekt. Den Raum hier solltet ihr kennen, ich zeige euch aber mal heute die komplette Halle, deswegen fangen wir auch vor der Halle an. Hier sind wir quasi am Haupttor, die Halle hat nämlich zwei Tore, das hier ist der Haupteingang, wo ich immer morgens dann in die Halle reingehe. Hier seht ihr auch so ein vergangenes Projekt, das habe ich auf Instagram gezeigt und genau, da kommen immer Pakete an, die Pakete werden auch dort abgeholt. Aber drin ist noch viel mehr zu sehen, deswegen gehen wir einmal rein. So. Also hier sind wir jetzt direkt vorne nach dem Haupteingangstor und das hier ist so der kleine Metallbereich. Der war ganz am Anfang, war der ein bisschen breiter verstreut, weil ich aber im Moment wirklich super wenig mit Metall mache, habe ich die ganzen Maschinen so ein bisschen verräumt. Bedeutet, dass ich hier halt eben jetzt mehr Platz habe, dass wenn ich mit dem Stapler rein und raus fahre, dass ich hier besser reinkomme und wenn ich mal meinen Firmenbus ausladen muss, dann kann ich hier auch besser rückwärts reinfahren. Das ist super, super praktisch. Ich bin kurz vor dem Jahresurlaub, deswegen ist es im Moment ein bisschen kuddelmuddelmäßig, weil die letzten Wochen ultra viel Zeug dazugekommen ist. Das zeige ich euch aber auch gleich noch. Aber hier habe ich im Prinzip den Schweißtisch ganz an die Wand geschoben, damit ich halt eben hier ein bisschen mehr Platz habe. Und was ich auch endlich mal gemacht habe, ich habe hier meinen Schrank, den ich auf Kleinanzeigen für umsonst gefunden habe. Ich habe den mal komplett eingeräumt mit Schrauben. Warum das jetzt hier ist, seht ihr übrigens gleich. Da sind jetzt so meine kompletten Metallschrauben. Hier unten ist auch noch super viel Werkzeug drin. Wer kann sich noch daran erinnern? Hier haben wir noch meine kleine Drehbank. Meine kleine, aber feine Drehbank. Die hat immer noch hier ihren Platz. Was ich allerdings getan hat, ist, dass jetzt hier meine Horizontalfräse steht. Die hat vorher hinten gestanden, wo der Schweißtisch gestanden hat. Aber jetzt steht die hier. Weil die wird auch nicht sonderlich viel benutzt, aber hier stört sie halt eben nicht so extrem im Raum. Auch hier im Metalllager habe ich auch super viel ausgemistet. Hier lagere ich so meine Stangenware, aber hier ist mittlerweile nämlich alles. Ich lasse die als 6 Meter Stäbe anliefern und weil ich einen Krag am Regal habe, das zeige ich euch gleich, kommen die Stäbe, die als 6 Meter Ware ankommen, die kommen oben drauf, dann hat man unterm Strich weniger Verschnitt. Ich habe es schon angesprochen, hier ist im Moment ein bisschen Kuddelmuddel. Es ist aber schon gar nicht mehr so schlimm, wie es vorher war. Der Eingang hier war ja am Anfang komplett vollgemüllt. Das hier sind jetzt alles noch Kunststoffkisten, die werden bald ins Außenlager geräumt. Das ist halt eben jetzt so, weil wir super viel rumgeräumt haben. Zuschneiden tue ich übrigens immer noch mit meiner Eisele Kaltkreissäge. Super geile Maschine, funktioniert wie am ersten Tag. Also ist wirklich ein tolles Teil. Direkt hier gegenüber ist, wie gesagt, dieses Plattenlager oder halt auch das Massivholzlager. Hier lagere ich jetzt mittlerweile mein komplettes Massivholz drin. Super, super geil. Ganz oben lagere ich, wie eben angesprochen, diesen 6 Meter Stäbe. Brauche ich nicht so oft, aber dann können sie da oben als kompletter Stab halt eben liegen. Es hat sich tatsächlich echt bewährt, dass das so super funktioniert. Hinten dran habe ich jetzt super viel MDF gelagert. Das verarbeite ich so als Plattenmaterial am meisten. Da habe ich jetzt erst vor kurzem noch mal ein paar Platten bestellt. Die lagere ich halt eben hier. Absolut geil. Es ist wirklich so viel Platz habe ich dadurch gewonnen. Super Projekt. Aber lass uns weitergehen. Wir haben ja hier direkt das Massivholzlager und hier daneben ist die Pendelsäge. Da kommt meistens das Massivholz, kommt dann direkt auf die Pendelsäge, wenn ich es vorformatiere, wenn ich Stirnholzschneidebretter baue oder generell was aus Massivholz. Hat halt eben den Vorteil, dass ich mit dem Stapler das rausheben kann. Ich kann ein bisschen zurückfahren und kann die Bohle hier dann recht gut aufschieben. Pendelsäge, absolut geile Maschine. Alle Maschinen, die ihr hier seht, gibt es ein eigenes Video zu. Schaut einfach mal auf dem YouTube-Kanal vorbei. Hier ist übrigens ein vergangenes Projekt. Das waren diese günstigen Unterschränke, die ich auch aus MDF gebaut habe. Ich zeige euch mal meine Lieblingsschublade. Da sind alle Rohlinge drin von den vergangenen Drechselkursen, weil die gebe ich immer noch. Jetzt wegen der Sommerpause habe ich zwar keine Termine eingestellt, aber die werden halt ganz normal nach der Sommerpause dann wieder weiterlaufen. Wenn wir hier so ein paar Meter weitergehen, dann fällt einem vielleicht eine Sache auf. Wahrscheinlich nicht. Oder? Da oben ist ein Loch in der Wand. Das ist schon mal eine Vorbereitung gewesen für die Absaugverrohrung. Die wird nämlich auch in diesem Jahr wird die hier noch verlängert, denn tatsächlich ist an der Pendelsäge im Moment keine Absaugung. Erzeugt ein übelstes Chaos. Das muss auf jeden Fall gemacht werden. Aber im Zuge dessen, da kann ich euch auch schon mal eine Info geben. Ich werde ein bisschen die Maschinen über die ganze Halle verteilen, denn ihr seht, hinter mir ist schon super viel freier Raum. Da werden also auch noch ein paar Maschinen aufgestellt, keine neuen Maschinen. Die bestehenden Maschinen werden ein bisschen verteilt, dass man halt eben hinten nicht so ihr wisst, was ich meine. Hat halt eben den Vorteil, dass wenn man mal schleift und drin passiert irgendwas anderes, wenn ein Kamerateam ist, dann kann man halt eben separat trotzdem noch ein bisschen arbeiten, denn Arbeit macht froh, wenn es Geld bringt. Das ist immer gut. Wenn wir hier weiterschauen, seht ihr immer noch das Gleiche. Aber hier will ich eine Sache betonen, oder hier will ich euch eine Sache sagen. Die Brikettpresse hier von Holzprofi, die gebe ich ab.
die war ja die ganze Zeit eine Leihgabe. Ich habe jetzt mit der Firma Holzprofi gesprochen. Diese Leihgabenzeit, die ist abgelaufen. Und ich habe mit dem Christopher gesprochen, die wird jetzt vergünstigt angeboten. Ich packe euch mal meine E-Mail-Adresse in die Videobeschreibung. Die kostet jetzt knapp 9.000 Euro brutto. Falls jemand von euch so eine Brikett, also diese Brikettpresse haben möchte, die wird dann auch direkt hier abgeholt. Die Einschaltautomatik bzw. die automatische Steuerung lasse ich dran. Aber so viel als Information für euch. Das bedeutet, ich habe meine Videos mitgemacht. Ich habe mich mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt, hat sehr viel Freude bereitet. Ich konnte es euch so ein bisschen zeigen und jetzt könnt ihr es halt eben kaufen. Meine Tischfräse, die steht ja im Moment noch hier. Die steht auch auf einer Palette, weil ich benutze, seitdem ich hier bin, habe ich die noch gar nicht benutzt, weil halt auch eben keine Verrohrung hier ist. Die soll aber an die eigentliche Schreinerei rübergefrachtet werden, denn ich plane viel hier wirklich umzuräumen. Das heißt, die Brikettpresse kommt ja weg. Der Apothekerschrank kommt weg. Wenn da jemand Bock auf das Ding hat, kann er gerne mal eine E-Mail schreiben, wenn er dann halt eben noch da ist. Aber die Tischfräse soll ja rüber, dort wo der Langbandschleifer jetzt steht, weil der Langbandschleifer soll hier hin, dass hier dieser Arbeitsbereich im Prinzip so ein Schleifarbeitsbereich wird. Weil hier neben mir seht ihr auch direkt die Rahmenpresse, die teste ich ja im Moment ganz, ganz fleißig. Und es ist der Wahnsinn, wie viel Menge man da wirklich durchhauen kann. Das ist ein absoluter Traum hier, diese Maschine. Und hier, wo jetzt noch die Tischfräse steht, soll auch so ein kleiner Arbeitsbereich hinkommen. Einfach, dass man so an zwei großen Arbeitsbereichen ein bisschen Arbeit verrichten kann. Das ist so der aktuelle Plan hier. Und außerdem soll auch mein kleiner Breitbandschleifer, komm mal her, das ist ganz witzig, ich habe auch schon mal ein paar Pläne gemacht. Mein kleiner Breitbandschleifer soll hier hinkommen. Und ich habe einfach mal vorsichtshalber einen großen Breitbandschleifer ausgemessen, dass der hier auch noch Platz hat. Das sind hier die Markierungen auf dem Boden. Vielleicht kommt da irgendwann ein großer Breitbandschleifer. Aber noch tut es der Kleine wunderbar. Mal schauen, wie sich das so mit den Schneidebrettern entwickelt. Jetzt schauen wir mal hier auf die Seite rüber. Da sehen wir den Online-Shop. Bevor ich euch den Online-Shop zeigen will, gerade vielleicht hier noch ein Punkt, warum hier so viele Gitterboxen rumstehen. Hier ist halt eben jetzt Abfallholz drin. Das sammle ich ganz gerne in Gitterboxen. Das wird aber auch bald noch ein bisschen optimiert. Da will ich ein cooles Projekt draus bauen. Hier seht ihr aber noch eine Gitterbox. Da ist so Kram drin. Ich habe so viel Zeug hier in der Werkstatt, was ich gar nicht benutze. Und den Platz muss ich ein bisschen anders benutzen. Weswegen ich im Moment super viel Zeug in diese Gitterboxen räume, was ich halt eben nicht wegschmeißen will, weil ich es dann doch noch brauche. Zum Beispiel Stockwinden. Braucht man irgendwie einmal im Jahr, wenn man eine Maschine umsetzt oder halt irgendwie konstruktiv was an einem Haus baut. Aber ansonsten brauche ich es nicht. Das heißt, hier stehen im Moment viele Gitterboxen, weil dort entweder Brennholz reinkommt. Dort kommt entweder Abfallholz für den Müll oder halt eben Zeug, was ich dann draußen lagere. Und dann in Gitterboxen so gelagert, dass man ohne Stapler nicht drankommt. Da mache ich mir dann noch nicht so viele Gedanken. Deswegen räume ich hier im Moment ein bisschen um. Weil wenn wir jetzt mal in diese Richtung hier blicken, das zeige ich euch gerade einmal. Wir haben nämlich hier eine Palette mit Eiche Blockware, die wir jetzt neu im Sortiment haben. Die kann ich euch ja gerade mal zeigen. Super geile 35er Eiche Blockware für jemanden von euch, falls er halt eben mal was bauen will. Fun Fact für euch. Wir machen die Preise echt super, super günstig. Wir haben natürlich unsere normale Marge, die wir da draufschlagen. Aber da ist dann auch alles schon eingerechnet, was halt eben auch dazukommt. Weil ich habe mich vor kurzem mit jemandem unterhalten, hat gesagt, das ist aber recht teuer. Ich glaube, wir liegen bei 30, 35 Euro pro Bohle als Preis bei den Stücken hier. Die schmalen sind natürlich günstiger. Aber da ist allein Karton, das kann ich euch nämlich auch mal zeigen. Ich habe hier eine Palette mit Kartonage gekauft. Da kostet allein die Palette 300 Euro, wo halt nur ein Produkt reinkommt. Hinten dran die Palette war noch teurer, da kostet ein Karton 5, 6 Euro. Das ist echt der Wahnsinn. Diese großen Kartonagen sind nicht günstig. Das will ich hier nur am Rande sagen, aber ich verlinke euch mal die Produkte in der Videobeschreibung. Da oben dieses große Regal soll übrigens weg, weil da ist nur Kuddelmuddel drin. Das wird einfach nur vollgeramscht. Das bedeutet, das, was ich wirklich brauche, soll in Schubladen geräumt werden. Da habe ich noch ein paar frei und das, was ich nicht wirklich brauche, kommt entweder in den Müll oder halt eben in eine Gitterbox. Und wenn ich es dann irgendwann brauche, kann ich es in mühseliger Arbeit raussuchen. Ich zeige euch einmal kurz den Online-Shop. Da sind wir im Moment nämlich sehr, sehr fleißig. Bestes Teil, was ich glaube, also mein persönliches Highlight sind zwei Produkte. Und zwar ist das einmal, oder das sind die beiden Pika-Stifte, die benutze ich jeden Tag. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch kennt. Ich hatte vorher in meinem Auto, hatte ich immer überall diese Bleistifte rumliegen, weil die halt immer rausgefallen sind. Das passiert mit denen hier nicht mehr. Das Anzeichen ist geil, benutze ich im Büro bei einer Planung, bei dem Möbel, bei der Zeichnung, super geil. Das ist so ein bisschen mein persönliches Highlight. Und, das können wir ja auch gerade mal schauen, es ist nämlich was Neues angekommen. Kommen wir mit, das zeigen wir gerade eben live vor der Kamera. Wir haben jetzt Ballistol-Harzlöser im Sortiment. Super geil. Wir hatten es jetzt schon ein bisschen länger im Sortiment, aber ich habe es jetzt erst in einem Video auch mal gezeigt.
und ich war selbst baff, wie gut das Zeug funktioniert. Vielleicht ist das Video schon online, wenn nicht, sollte es bald online kommen. Wie gesagt, Ballistool Harzlöser haben wir jetzt auch im Sortiment. Wir haben ein bisschen mehr bestellt, als jetzt noch eine Teillieferung gekommen. Deswegen konnten wir es noch mal ein bisschen günstiger machen. Natürlich ist das jetzt hier kein Amazon-Lager, aber das hier ist alles, was im Condols Online-Shop angeboten wird. Das ist super viel mittlerweile. Wir haben hier jetzt auch super viele Akkuhalter. Genau. Die sind wir jetzt mal am Antesten. Hier haben wir ganz, ganz viele Stiftebausätze, Silbergleit, Rohrzwing, Kondoholz-Finish. Wir haben jetzt mittlerweile recht viele Rohlinge noch mal ins Sortiment raufgenommen. Wir haben jetzt nämlich auch Eschenholz-Rohlinge im Sortiment. Die sind recht groß, da haben wir einen guten Preis im Einkauf gehabt. Deswegen sind die auch maximal günstig. Da muss ich mit meinem Holzhändler mal wieder sprechen, weil die Preise wurden leider etwas schlechter. Weswegen das jetzt noch so eine Restmenge ist, wo der Preis gut ist. Im Nebengang, da haben wir jetzt noch ein bisschen Platz, weil wir super viel umgeräumt haben. Hier sind dann teilweise solche Aktionsdinger auch. Da haben wir zum Beispiel hier bei unseren Flaschenöffner-Bausätzen. Ich habe ja mal eine Zeit lang auf Märkten gedrechselt. Da habe ich unzählige Rohlinge vorbereitet. Und da haben wir jetzt einfach eine Aktion draus gemacht, dass jeder, der sich einen Flaschenöffner-Bausatz kauft, dass der hier so einen fertigen Drechselrohling, fertig gebohrt, kostenlos dazu bekommt. Hier sind also so teilweise Aktionsdinge. Und was so ein bisschen mein Lieblingsfach ist, das ist derzeit hier die Lagerware von den Stirnholzschneidebrettern. Da haben wir so ein paar Einzelstücke, die haben auch so ins Sortiment jetzt reingenommen. Einzelstücke in dem Sinne, dass es wirklich nur einmal gibt. Also ich habe davon ein paar verschiedene Holzsorten gehabt, habe da ein bisschen was ausprobiert. Und das sind jetzt die Einzelstücke, sind auch auf der Webseite. Wir haben aber auch normale Lagerware von den Eiche Stirnholzschneidebrettern, Eurokirsche und so weiter und so fort. Und das steht hier so rum. Hier ist noch eine Maschine. Also generell dieses ganze Maschinenthema. Ich habe ja in den letzten Jahren echt ganz schön viel Gedöns gehabt. Und ich habe festgestellt, Maschinen kaufen ist einfacher als zu verkaufen. Kleinanzeigen ist auch nämlich so das, was es mal war. Meine Systembohrmaschine steht auch zum Kauf, falls jemand haben will. Ansonsten war es das hier eigentlich mit der Schreinerei, mit dem Lager und mit der Holzvorbereitung. Hinten haben wir noch eine kleine Toilette, eine kleine Küche, wo ich mal gebaut habe. Hier ist noch das Büro. Das werde ich euch nicht zeigen, da sind zu viele Unterlagen, die überall rumliegen. Beziehungsweise, nee, da sind zu viele Unterlagen, die organisiert rumliegen, die ich euch nicht zeigen darf. Und dann kommen wir auch hier schon in die eigentliche Holzwerkstatt. Wir fangen vielleicht hier in dem Ecken an. Das ist im Prinzip immer ein recht gut aufgeräumter Ecken. Das sind die Drechselkurse. Hier passiert auch eigentlich nicht viel anderes Zeug. Da habe ich die ganzen Werkzeuge gelagert, meine Schärfstation. Das ist alles immer recht mobil, weil wenn ein Drechselkurstag ist, dann kommt die Drechselbank hier hin und die Schärfstationen kommen immer vor die Formatkreissäge. Ansonsten hier sehr, sehr viel Freiraum, weil ich habe gemerkt, wenn alles voll steht mit Maschinen, bringt es auch nichts. Man braucht dann mal ein bisschen Platz, um Ware abstellen zu können oder Projekte, an denen man arbeitet. Das ist mittlerweile wirklich top. Hier neben mir sehen wir dann meine Dickenhobelmaschine. Die funktioniert mittlerweile echt wirklich wunderbar. Da habe ich übrigens auch einen Tipp für euch. Wenn ihr mit Hobelmaschinen arbeitet, dann haben wir auch so dieses flüssige Silbergleitensortiment. Und was ich festgestellt habe, ist, dass man mit diesem flüssigen Silbergleit das Ganze immer gut überbrücken kann. Bedeutet, ich reibe mittlerweile so alle 3 Wochen ungefähr und ich hobel wirklich viel. So alle 3 Wochen reibe ich das Ganze mit einer Paste von Silbergleit ein. Und wenn ich dann viel hobel, dann sprühe ich das einfach, während alles eingeschalten ist, vorne in die Maschine rein. Die Absauganlage, die zieht das Ganze dann immer in die Maschine rein. Und so hat man dann wirklich langfristig ja, einen Top-Maschinenobertisch oder einen Maschinentisch, wo das Holz auch gut rübergleitet. Bedeutet, ich nutze mittlerweile beides, das Flüssige und das Pastöse, weil das eine schöne Kombination ist und man nicht so oft dann die Maschine runterdrehen muss, um den Tisch zu pflegen. Was hat sich noch bewährt? Mein Ausführtisch hier hinten, super geil. Das ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Das ist so geil, damit zu arbeiten, wenn man viel auf Dicke hobelt. Ich mache es ja sowieso den ganzen Tag alleine. Dann kann man einfach die Höhe einstellen, kann den Tisch rumrollen. Also ein mobiler Ausführtisch für eine Dickenhobelmaschine, absolut geil. Hier sehen wir auch so noch meine Schraubzwingen, meine normalen. Da bin ich auch ein bisschen am Überlegen, ob das Gestell vielleicht rauskommt, weil ich davon eigentlich immer nur die kleinen benutze. Wenn ich mal viele Projekte für YouTube baue, benutze ich auch viel die großen, aber in der Regel benutze ich immer die kleinen. Da bin ich deswegen am Überlegen, dass ich mir einen Satz direkt an die Werkbank hänge und das hier so ein bisschen mobil gestalte, weil der Ecken hier sieht man vielleicht so ein bisschen, der ist ein bisschen vollgeramscht. Ansonsten geht es dann schon quasi hier rüber. Hier haben wir das Video auch gestartet. Das ist so der eigentliche Arbeitsbereich. Der sieht jetzt echt katastrophal aus, weil ein bisschen alles ein bisschen turbulenter war mal wieder vorm Urlaub. Alle Selbstständigen werden es kennen, vorm Urlaub, die Zeit ist immer fürchterlich, bis man dann 2 Tage im Urlaub ist, dann geht's nochmal. Ja, hier ist meine Werkzeugwand.
Die werde ich wahrscheinlich auch die nächsten Wochen und Monate irgendwie mal weghauen, weil das System ist nicht mehr so praktisch für mich. Die Werkzeuge bewege ich nicht. Das heißt, überlegt euch wirklich, ob ihr French Grill braucht oder halt eben eine blanke Platte an die Wand schraubt und halt eben die Werkzeughalter einzeln festschraubt, weil das ist schon ein Drecksammler, muss man wirklich dazu sagen. Dann gehen wir einmal quasi hier so durch die Maschinenecke rum. Hier stehen jetzt viele kleinere Maschinen. Der geilste Frästisch der Welt, der Ruvi-Frästisch. Meine Säulenbohrmaschine, die kommt raus. Macht auch Sinn, weil ich bohr damit gar nicht so viel an Holz. Und wenn ich dann mal was mit Metall mache, dann steht es in der Mitte der Halle und ich habe besseren Zugang dazu. Und Vorteil ist, ich habe hier noch mal so ein bisschen mehr Platz für die Maschinen besser zu stellen. Eine Maschine, ohne die ich wirklich gar nicht mehr arbeiten will, das ist hier dieser Absaugprofi, die Riedix Entstauber. Der Entstauber, das ist so geil, das Teil. Also wirklich, ich ertappe mich immer noch, dass ich ab und zu vergesse, ein paar Absperrschieber zu schließen und trotzdem merkt man einfach, dass alles super abgesaugt wird. Hatte ich erst vor kurzem, da war die Dickte geöffnet, die Formatkreissäge ist immer auf, der Ruvi-Frästisch war auf und dann war ich am Kantenschleifer und ich denke mal, okay, die Absaugleistung ist irgendwie gut, aber nicht so brutal gut. Und da habe ich halt gedacht, okay, vielleicht sind die Filter zu, dass ich die mal reinige, aber es waren einfach so viele Absperrschieber auf, super geil. Komm, ich zeige euch mal, wie es hier unten drin aussieht. So sieht es hier unten drin aus. Wir haben gerade ein bisschen Sippo zugeschnitten. Weswegen hier halt eben jetzt viele Sippo-Späne sind. Meine kleine, aber feine Bandsäge. Da haben auch viele geschrieben, oh, die Schweißnähte werden nicht halten. Also so läuft mal noch und ich schneide damit tatsächlich recht viel klein. Ansonsten können wir hier mal weitergehen. Der Ruvi-Frästisch habe ich euch ja gerade gesagt. Im Moment nutze ich hier den Breitbandschleifer maximal viel. Da habe ich tatsächlich auch so eine Lernkurve gehabt, gerade mit den Stirnholzschneidebrettern. Also für euch als Info, wenn ihr damit auch Schneidebretter herstellen möchtet, ihr müsst hier tatsächlich die Geschwindigkeit, die Vorschubgeschwindigkeit maximal runterdrehen, damit, wenn ihr Stirnholz schleift, ihr das auch wirklich wegschleift. Weil sonst bewegt sich das einarmgelagerte Schleifmodul, bewegt sich so ein bisschen, mal so am Rande. Aber ansonsten wirklich eine Maschine, die ist nicht wegzudenken bei Stirnholzschneidebrettern. Ich habe ja ein bisschen früher im Video angesprochen, ich will die Werkstatt ein bisschen umräumen, damit es ein bisschen auseinandergezerrt ist. Und an hier diesem Punkt hier kann man es ganz gut sehen. Wenn man den Formatschiebeschlitten normal hier stehen lässt, dann ist der Durchgang hier super, super schmal. Ich sage mal, man kann durchgehen, das passt. Nur das Problem ist halt eben immer, dass wenn man mal ein Projekt baut und man es mit einem Langbandschleifer bearbeitet, dann kommt man hier super schlecht durch. Das ist im Prinzip so ein Punkt, der stört mich die ganze Zeit schon. Und wenn der Formatschlitten dann halt eben hier hinten ist, dann ist das immer doof, hier durchzukommen. Das ist, wie gesagt, so ein Grund, weswegen das Ganze ein bisschen rausgeräumt werden. Und ich werde angerufen. Einiges ist passiert. Gerade der Nebenraum, da habt ihr das ja, denke ich, auch ein bisschen gesehen, wenn man sich mal die allererste Werkstatttour anschaut, da waren diese 200 Quadratmeter, die waren voll. Jetzt haben wir endlich mal ein bisschen Platz, um auch mit dem Stapler rumzufahren, das ist schön. Und einiges wird sich noch tun, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wenn die Maschinen so über die Werkstatt verteilt sind, das wird echt cool. Und ansonsten wünsche ich euch einen tollen Tag und schöne Sommerferien. Tschüssi.